Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die fette Krokette und heute gibt es neue deutsche Härte. Und zwar gibt es heute Rammstein mit Mein Herz brennt, der Piano-Version. Da schalten wir natürlich direkt rein und knallen uns das Lied erstmal hinter. Viel Spaß. Mal gespannt hier. Oha. Ohne Brille. Dämonengeister, schwarze Feen. Sie kriechen aus dem Kellerschacht und werden unter euer Bettzeug sehen. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich bin die Stimme. Tränen. Sie warten, bis der Mond erwacht und drücken sie in meine kalten Venen. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich bin die Stimme. Oh Mann. Ein abgefahrenes Video. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Diese Videos. Ich singe, bis der Tag erwacht. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt. Mein Herz brennt.
Herrlich, das war ein Rammstein mit Mein Herz brennt. Die Single-Auskopplung von 2012. Das Original stammt natürlich aus dem Album Mutter. Ist natürlich ebenfalls bereits seit vielen, vielen Jahren erhältlich. Ja. Also jetzt haben wir ja nun Black Metal, Death Metal und jetzt gibt es auch neue deutsche Härte natürlich mit klassischen Einlagen. Und ich mag sowas. Ich stehe total drauf. Also ich mag ja, wenn Heavy Metal oder Hard Rock Bands auf ein bisschen so mit klassischer Musik arbeiten, finde ich total großartig. Und wie man es nicht anders von Rammstein erwarten kann, ist das Video natürlich etwas verstörend, sagen wir mal. Ne? Ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich finde es toll. Das nennt man wahrscheinlich künstlerische Freiheit, was sie da machen. Ist, wie gesagt, nicht jedermanns Sache. Ich finde es auf jeden Fall toll. Das harmoniert alles wieder. Und Till Lindemann ist natürlich wieder ein bisschen in seinem Element, ein bisschen zu schocken. Aber gut, das sind wir ja nicht anders gewohnt. Nach dem, was der junge Mann mittlerweile alles so abliefert. Ne, manche Videos kann man nicht auf offiziellen Webseiten sehen. Dazu sage ich jetzt nichts weiter. Und auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, also ich kenne seit Reise von Rammstein so gut wie gar nichts, außer Deutschland. Das Lied kenne ich noch, aber alles andere ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und da wollte ein guter Freund mich steinigen, nachdem ich ihm das vor ein paar Tagen erzählt habe, weil ich mit ihm gehe ich jetzt. Wir wollten ursprünglich schon dieses Jahr auf ein Konzert gehen im Olympiastadion. Es ist leider ausgefallen. Das heißt, nächstes Jahr. Und der wollte mich halt, wie gesagt, steinigen, weil ich ihn da auch ein paar dumme Fragen gestellt habe, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Vielleicht möchte er das ja in den Kommentaren selber sagen. Sorry dafür auf jeden Fall, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dadurch, dass mir ja nun einiges fehlt und es Rammstein ja auch einige Musikvideos rausgebracht haben, können wir darauf vielleicht reagieren. Schauen wir mal. Auf jeden Fall macht es auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich tierisch drauf. Neue Deutsche Härte jetzt auch hier auf dem Kanal und ja, haut's in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ist die Krokette raus. Und ciao.